Okay, neben mir steht Nathalie Eckelt. Das Stichwort heißt Halliggemeinschaft, Biosphäre, Halligen. Das sind ja eigentlich drei Begriffe. Halliggemeinschaft, Biosphäre und Halligen. Ist das etwas Zusammenhängendes? Auf alle Fälle. Bei Halliggemeinschaft, dass Hallig gedoppelt ist, ist einfach damit zu begründen. Es geht um die Halligen. Die Halligen sind Teil des Biosphärengebietes im nordfriesischen Wattenmeer, also Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen. Da kommt Biosphäre her, weil im Reservat wollen die Halligen nicht wohnen, die Halligbevölkerung, deswegen ist es einfach nur Biosphäre Halligen. Und Halliggemeinschaft, weil das ist etwas von den fünf großen berühmten Halligen, ein gemeinsames Projekt, also eine Gemeinschaft, die sich gegründet hat, die Interessen der Halligen zusammen vorwärts zu bringen. So quasi Regionalentwicklung im Rahmen Biosphäre. Und es geht um diverse Themen. Eigentlich Leben oder Zukunftssicherung auf den Halligen, Daseinsvorsorge, alles, was mit dem Standort Halligen zu tun hat. Ich sehe gerade so ein Spiel für die Grundschule, da wart ihr gerade dabei oder dürft ihr gerne weiterspielen, um Aha-Erlebnisse mitzugeben. Was ist denn ein Aha? Was ist denn ein Aha-Erlebnis, wenn man das Spiel gespielt hat? Ein Aha-Erlebnis. Man lernt die Halligen kennen, weil meistens, okay, wenn man regional vor Ort ist, kann man mit den Halligen was anfangen. Ja. Ich habe lange Zeit in Kiel gewohnt, da waren so Halligen die Gift, aber sind so weit weg, weiß ich nicht. Also man lernt die Halligen kennen. Nebenbei lernt man noch ein bisschen kennen Klima, Klimawandel, was hat es damit auf sich, so in einfachen Fragen formuliert und es geht auch so ein bisschen um die Halligen dabei. Das ist so das Aha, man kann so ein bisschen regionales erleben. Dann sind Sie heute ganz alleine hier, muss ich sagen. Eigentlich sollten es ein paar mehr sein. Hat das auch was mit dem Klima zu tun? Ja, da streiten sich die Experten, könnte man sagen. Ist es Klimawandel oder ist es nur das Wetter, das gerade so ein bisschen widrig ist? Ich denke schon, dass es eine Mischung aus Klimawandel und beidem ist. Ich wollte heute mit Vertretern von der Hallig Nordspanisch Moor hier sein, die auch Kinder haben, die das mitentwickelt haben. Leider haben sie ja ein bisschen schlechtes Wetter gemeldet, ein bisschen viel Wasser und das heißt, die Hallig Bevölkerung von Nordspanischem Moor kam einfach nicht runter wegen Land unter. Das ist eigentlich ein Thema auch auf den Halligen. Zurzeit informieren wir über die Halligen. Wenn man sagt, wir reden bis zu 7 Meter über Veränderung, also 2, 3 scheint ja sogar gar nicht mal ganz unrealistisch zu sein. Das bedeutet ja für einige Halligen, ich will nicht sagen, das aus, aber massive Notwendigkeiten, was zu tun ist. Das ist auch ein Thema auf den Halligen, dass man sagt, für die nächste Generation wird damit schon einfach die Probleme haben. Also auf den Halligen ist es Küstenschutz eigentlich immer Thema, so schon in der Entstehungsgeschichte her. Kein Wunder, die Häuser sind ja immer auf Warfen gebaut, sieht man hier gar nicht mehr. Ne, Kamera hier, das ist Sturmflut, da ist keine Hallig mehr, ist nur noch sozusagen die Warf zu sehen. Bei dem Bild hat man noch, wie sieht das Land denn eigentlich drumherum aus, also Küstenschutz war immer schon Thema. Frage, machen Sie auch Urlaub auf den Halligen oder sagen Sie, das ist für mich Beruf, aber nicht Beruf? Nee, ich mache durchaus auch Urlaub auf den Halligen, wobei es eher so eine verlängerte Wochenende. Und ansonsten ist es schon manchmal ein bisschen schwer zu trennen, wenn man als kleine Welt und da ich beruflich doch sehr viel da bin, das zu trennen. Aber es ist schon so, wenn man auf den Halligen ist und sagt, ne, ich bin hier privat da, dann lassen die Leute auch zufrieden. Also weil denen das selber ganz klar ist, in dieser engen Räumlichkeit, da ist das Private einfach wichtig. Sprechen auch Plattdeutsch und Friesisch? Nee, ich verstehe Plattdeutsch. Ich bin zwar gebürtige Ostfriesin, aber dadurch, dass meine Eltern zugezogen sind, haben wir nie Platt zu Hause gesprochen. Aber sie können hier gerne auch Platt schnacken und ich antworte und das wird. Frau Eckelt, da glaubt sogar auch zurecht. Ich wünsche ja bei Feldspaus, nicht? Tschüss, danke. Schönen Dank. Danke euch auch.